Hallo, hier ist wieder eure Lena mit dem Neuesten in und um Lübbenau. Ich möchte euch heute wieder entführen in die lebendige Gegenwart und Vergangenheit hier in unserem schönen Spreewald. Unser Arrangement ist dies Jahr wieder sehr bunt und vielfältig. Von Sport über Kultur bis hin zu sozialen Projekten sind wir natürlich engagiert und unterstützen Vereine und Projekte. Und das könnt auch ihr tun, ehrenamtlich. Meldet euch einfach bei den Vereinen oder bei uns. Einige Veranstaltungen fanden bereits statt und weitere sind noch in Vorbereitung. Und wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, persönlich dabei zu sein. Los geht's! Wir haben eingeladen zum ersten Lübbenauer Gründertalk bei uns in der Geschäftsstelle. Wir möchten eine Plattform schaffen, für gründungswillige, renommierte und zuverlässige Ansprechpartner zu haben. Finanzierung, Steuern, Recht, Förderung, ja, Unternehmensgründung ist nämlich viel mehr als nur eine Idee haben. Und von diesem Treffen haben wir auch Bilder für euch. Zu Gast waren natürlich auch Leute, die entweder erfolgreich ihre Idee zum Geschäft gemacht haben, so zum Beispiel, ihr kennt sie bestimmt, Sarah mit ihrem Geschäft Wohlavi, oder Doreen Neugartner und Paul Schulz von der Suppeninsel hier in Lübbenau. Marcel Linge vom Gründungszentrum der Zukunft Lausitz. Er hat bereits viele Gründungswillige erfolgreich an den Start gebracht. Das Treffen war sehr informativ und wir hoffen, dass alle anwesenden Gründungswilligen sich ermutigt fühlen, ihren Traum der Selbstständigkeit zu verwirklichen. Und wir waren natürlich noch auf anderen Veranstaltungen. Polkabeats! Dazu muss ich wohl nicht mehr so viel sagen. Ein super Event für alle Tanzwürdigen, das kann ich euch wärmstens empfehlen. Die Folklore-Lawine. Immer wieder bin ich sprachlos angesichts der bunten und überaus schönen Vielfalt, die die Folklore so zu bieten hat. Dieses Mal waren sogar Vertreter aus Nepal dabei. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich weiß gerade gar nicht, wie viele tausend Kilometer die Anreise hatten. Die Darbietung war jedenfalls der Hammer. Ich will gar nicht lange reinreden. Lasst die Bilder auf euch wirken. Bei schönstem Wetter feierten wir unser Spreewaldfest und wir haben mit unserem Forscherkahn der Nautilus beim traditionellen Lübbenauer Kahnkorso teilgenommen. Wart ihr ja auch da und habt uns gesehen? Schreibt uns doch, wenn ihr dabei wart. Gute Taten in Verbindung mit Sport. Was fällt euch dazu ein? Richtig, der Charity-Lauf. Nun schon zum 8. Mal der EG Wohn 1902 zugunsten des Tierparks Cottbus. Unsere Mitglieder und auch Mitglieder des Vorstandes und der Verwaltung sind fleißig gelaufen für ihre Gesundheit und für die Tierwelt. Teilnehmer sind insgesamt 4.307 Runden gelaufen. Und das sind, lass mich mal kurz rechnen, 8.614 Kilometer und somit
5.168,50. Vielen lieben Dank, dass ihr mitgelaufen seid. Es war wieder ein tolles Event. Einige Veranstaltungen stehen uns noch bevor, so zum Beispiel unser nun schon 19. Lindenfest der Löwenaubrücke. Am 7. September ist es wieder soweit, ich moderiere das. Das Ganze ist hier auf dem Erkenschwickplatz. Ihr könnt wieder spielen, lachen, toben, euch informieren. Das wird wieder richtig schön. Und anlässlich des Jubiläumsjahres 30 Jahre Stadtentwicklung könnt ihr hier eine einzigartige Karton-Performance erleben. Ja, habt Spaß, genießt es. Ach so, und das Spreewald.at. Auf das möchte ich euch aufmerksam machen vom 14. bis 21. September. Das dürft ihr nicht verpassen. Und das ist eine super Überleitung zum letzten, aber auch wichtigsten und schönsten Thema. 30 Jahre Stadtentwicklung Löbenau. Ich lehne mich wohl nicht zu sehr aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die Stadtentwicklung eine Erfolgsgeschichte ist. Ja, und das ist bei weitem nicht selbstverständlich. Und unsere Wohnungsbaugenossenschaft hat einen erheblichen Anteil daran. Dass es Löbenau so gut geht, wie es jetzt ist, ist dem Engagement vieler zu verdanken. Das Bild unserer Stadt hat sich seit der Wende sichtbar verändert. Mit einer historischen Innenstadt, innovativen Wohnungsangeboten, Landschaftsgärten, einer umfassenden Infrastruktur und facettenreichen Ortsteilen präsentiert sich Löbenau in einer ausgezeichneten Verfassung. Und wenn ihr unseren Blog von Anfang an verfolgt habt, dann sind euch die Veränderungen sicher nicht entgangen. Anlässlich dieses Jubiläums gibt es auch eine ganze Menge Veranstaltungen. Einige waren schon. Aktuelle sind noch oder kommen noch. Wir haben da mal was für euch vorbereitet, damit ihr nichts verpasst. Beim Blick in die Zukunft seid auch ihr gefragt. Welche Herausforderungen warten auf uns? Wie wird die Stadt in den weiteren 30 Jahren wohl aussehen? Macht mit, erzählt eure Anekdoten, teilt eure Erinnerungen mit, um auch weiterhin die Zukunft unserer schönen Stadt zu gestalten. Nutzt dazu bitte den eingeblendeten Kontakt. Oder ihr schreibt uns auf Facebook. Ihr könnt natürlich auch noch bei unserer Fotojagd mitmachen. Wir hatten ja darüber berichtet. Da sind wir auch schon am Ende. Meine Worte sind aufgebraucht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns hoffentlich beim Lindenfest oder beim nächsten Blog. Bleibt gesund und munter, eure Lena.